Also, Hallöchen, Leute. Ich komme zurück mit einem Neuzugänge-Video. Ich habe mal zurückgeguckt und also für mein Gefühl habe ich die letzten Monate super wenige Bücher gekauft. Dann stand ich vorm Regal und dachte mir so, wann war eigentlich dein letztes Neuzugänge-Video? Und das war im Oktober, meine ich. Oder im September sogar. Aber wenn es im September war, dann habe ich sogar jetzt ein paar Bücher vergessen. Aber ich glaube, das reicht mit denen. Wenn, dann fehlt jetzt ein Buch oder so. Aber ist jetzt auch egal. Weil hier liegen so viele Bücher. Ich weiß gar nicht, ob ich hier fertig werde heute. So. Ich glaube, es fängt mit den Büchern, die ich jetzt als letztes gekauft habe. Und zwar ist das der zweite Band von Sturmtochter. Den habe ich gekauft, weil das eine signierte Ausgabe ist und ich habe den ersten Band noch nicht. Ich wollte den immer kaufen, und dann habe ich es aber irgendwie immer doch nie gemacht. Und da es das jetzt signiert gab bei Thalia, ich bin extra deswegen zu Thalia gefahren. Also deshalb, ich kann euch die Signatur mal zeigen. Einen Moment. Es waren 3 signierte Ausgaben in dem Thalia, wo ich war und in jedem stand was anderes drin. Und es war auch immer eine andere Farbe. Also einmal war schwarz, einmal war so türkis und das ist lila. Ja, das ist alles sehr wichtig bei der Signatur. Naja, auf jeden Fall habe ich das gekauft, deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich noch von Erin Watt One Small Thing gekauft. Ist ja auch von den beiden ist ja auch Paper Palace und das mochte ich ja sehr gerne. Ich habe noch ein anderes Buch zusammengeschrieben, das habe ich aber nicht gelesen. Also noch nicht. Ich hoffe, ich lese es irgendwann. Aber ja, ich dachte, ich nehme es mal mit. Ich hatte einen Gutschein. Ich hatte noch einen Gutschein von Weihnachten, von meinem Adventskalender, von meinem Freund. Deswegen, ja. Dann habe ich zu Weihnachten von Marie bekommen ein englisches Buch. Emergency Contact. Fragt mich nicht, worum es da geht. Das ist Englisch, verstehe kein Wort, was da drauf steht. Und Marie denkt, ich muss mal ein bisschen auf Englisch lesen. Ja. Ich hoffe, es wird irgendwann mit dem Englisch lesen. Dann habe ich hier ein Mängelexemplar bei uns im Gartencenter gekauft. Und zwar Zart verführt, Taste of Love. Davon gibt es ja auch mehrere. Und ich fand, das sah sehr ansprechend aus. Und ja, hier steht drauf, Smoothie küsst Schokolade. Ist schon ein bisschen her, seitdem ich das geholt habe. Aber es hat nur 3 Euro gekostet. Und ja, ich bin ein Schnäppchenjäger. Dann hatte ich noch einen Gutschein zu meinem Geburtstag bekommen. Und ich glaube, die Bücher hatte ich auch noch nicht gezeigt. Ich glaube, ich habe das auch nicht dann direkt bestellt, sondern erst später. Und habe halt das war ein 50-Euro-Gutschein. Und dann habe ich erstmal die ganzen Folgebände geholt, die ich so im Laden immer nicht kriege. Und zwar einmal die Schattenschwester und die Sturmschwester von Lucinda Riley. Da habe ich ja den ersten Band im Urlaub gelesen. Und keine Ahnung, vielleicht warten die wieder bis Juni, bis ich wieder Urlaub habe. Dann lese ich sie im Urlaub wieder. Ich weiß nicht. Es sind halt immer mega dicke Schinken. Und so im Alltag, wenn ich nicht so viel zu lesen schaffe, finde ich es dann nervig, wenn ich in einem Monat nur ein Buch lese. Ist total blöd eigentlich, aber dann lese ich lieber 2 dünne Bücher, anstatt so ein ganz dickes. Ja. Ja, dann geht es ja in jedem Band um eine andere Schwester. Und den ersten fand ich schon sehr interessant. Ich weiß aber nicht mal mehr, welche Schwester ich toll fand. Ich glaube, diese, gibt doch Zwillinge, oder? Da fand ich die eine davon ganz toll. Ich weiß es aber ehrlich nicht mehr. Es ist schon wieder ein halbes Jahr her, seit ich im Urlaub war und das gelesen habe. Aber das heißt, der nächste Urlaub ist auch in einem halben Jahr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich zeige es euch jetzt einfach nochmal. Wenn nicht, guckt weg. Das hat meine Mama sich gekauft, weil ich sie eingeredet habe, weil ich es gerne lesen wollte. Hat gut geklappt. Sie steht immer noch ungelesen in meinem Schrank, weil sie hat es immer noch nicht gelesen. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich erzähle eigentlich so gut wie nie, worum es in den Büchern wirklich geht, weil ich kann euch auch nur den Klappentext vorlesen und ich denke mir, den Klappentext könnt ihr selber lesen und ich lese meistens den Klappentext selber nicht, weil der mir meistens zu viel verrät. Deswegen tut es mir sehr leid, weil ihr eine Inhaltsangabe hören wollt, das hört in einem Lesemonat. Bei den Neuzugängen meistens eher nicht. Dann hatte ich da auch bei dieser Bestellung von den Sturmschwestern dabei, weil es so gehypt worden ist im Oktober. Die Krone der Dunkelheit. Ich wollte es unbedingt lesen.
Beziehungsweise jetzt flacht der Hype ja wieder so ein bisschen ab, weil erst haben es alle gelesen und jetzt erstmal wieder Ruhe. Und deswegen habe ich das schon mal gekauft. Aber der zweite Band, das dauert ja noch so unglaublich lange dann. Deshalb habe ich. Oh, das Licht wird gerade unglaublich schlecht, weil da so eine große, dicke Wolke kommt. So ist das mit natürlichem Licht. Wird dann schwierig irgendwann. Naja, auf jeden Fall dauert das ja noch so lange, bis der zweite Teil kommt, ne? Ich weiß gar nicht, wann kommt der? Im Sommer 2019. Also jetzt dauert es ja nicht mehr ganz so lange. Und dann der nächste erscheint auch erst im Sommer 2020. Also bis wir die Reihe beenden können, müssen wir 2 Jahre warten. Das ist doch unmenschlich, ist das doch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Ich schaffe zurzeit eh so wenig zu lesen, weil ich so viel zu tun habe und immer unterwegs bin. Und ich sollte nicht so viele Bücher kaufen, wenn ich nicht mit dem Lesen hinterherkomme, ne? So, dann habe ich endlich noch Clockwork Prince und Clockwork Princess gekauft. Die sind im Laden irgendwie nie da. Und ich hatte die, glaube ich, auch schon mal bestellt, aber dann waren die richtig angegrabbelt. Und ich glaube, irgendwas stimmte mit denen auch nicht, aber das war mir dann egal. Das war nur so eine winzige Kleinigkeit. Ja. Und ich will diese Reihe endlich anfangen. Und dann wollte ich halt auch alle schon da haben, damit ich immer weiterlesen kann. Und ich weiß auch nicht, wie lange es sie ja noch gibt, weil hat der Goldmann Verlag nicht die Reihe irgendwie, verlegt er die jetzt nicht? Also die, wie heißen die? Chroniken, das sind die Chroniken der Schattenjäger, was? Chroniken der, oh Gott, ich bin so blöd. City of Bones und so halt, ne? Also City of Bones, City of Glass, macht ja jetzt der Goldmann Verlag. Und ich weiß ja nicht, wie lange es die dann wirklich noch gibt, weil ich meine, City of Bones gibt es, glaube ich, nicht mehr vom Arena Verlag zu kaufen, oder? Also nicht mehr so im Handel. Deswegen habe ich gedacht, ich besorge mir die lieber, damit die alle gleich aussehen. Ja, so, dieser Berg daneben meiner Kamera wird gleich einstürzen, ich sehe es. Und das war's. Zum Glück auch. Es war gar nicht so viel, oder? Guck mal, wir sind in 9 Minuten durchgekommen. Also, es ist nicht so schlimm, wie als ich im Oktober oder, nee, es war im September. Mein letztes Neuzugängen-Video war im September, weil das waren die Harry Potter Bücher. Genau. Oder war es doch Oktober? Leute, ich muss jetzt nachgucken. Das macht mich jetzt verrückt. Ich bin ein Monk. Ich muss sowas wissen. Ah doch, Neuzugänge Oktober. Ich habe nach dem Harry Potter Ding habe ich nochmal Neuzugänge gemacht. Das waren aber nur 2 Bücher. Was waren das für 2 Bücher? Ah, Save Us und das, was ich von Marie zu Weihnachten bekommen habe und das Avel Unpacking. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man muss auch sagen, guck mal, wie viele Bücher waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bücher. Also ich habe ohne ein einziges Wort jetzt mal abgezogen. 9 Bücher in 3 Monaten. Es hat jetzt lange gedauert, bis 3 zu zählen. Sorry. 9 Bücher in 3 Monaten, das geht doch voll. Das sind 3 Bücher jeden Monat. Muss ich halt auch 3 Bücher jeden Monat lesen, auf jeden Fall, damit das wieder abgebaut wird, aber hey. Ja, auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekauft habt. Freue mich immer sehr über Kommentare. Bis dann. Tschüss.